Schützengräben, Kälte, Töten, Todesangst. Das hier ist Krieg. Zehntausende ukrainische Soldaten sterben hier. Viele andere werden verwundet, erleiden psychische Traumata, ihnen werden Arme oder Beine weggesprengt. Was kommt also danach? In Reha-Zentren wie diesen lernen die verwundeten Soldaten, ins Leben zurückzukehren. Я два рази кров'ю витікав, мене два рази кров заливали. Так що і зупинка серця була, у мене все було. Alltag zwischen Traumabewältigung und Physiotherapie. Nach der Schlacht gegen die russischen Streitkräfte führen sie den Kampf nun vor allem gegen und mit sich selbst. Herbst 2023. Ein Reha-Zentrum in Lviv, ganz im Westen der Ukraine. Rund 250 Soldaten der ukrainischen Armee werden hier aktuell behandelt. Täglich trainieren sie hier ihre veränderten Körper. Das Ziel, mit Hilfe einer Prothese irgendwann wieder gehen oder greifen zu können und vielleicht sogar in den Kriegseinsatz zurückzukehren. Alexander ist 25 Jahre alt. Er ist seit 4 Jahren Soldat, hatte sich bereits vor Beginn des russischen Angriffskrieges verpflichtet. Im vergangenen Sommer kämpft er mit seiner Einheit in der Gegend um Saporischschja im Südosten der Ukraine. Alexander liegt 5 Tage im Koma. Als er wieder wach wird, fehlt ihm jegliche Erinnerung. Seine beiden Unterschenkel sind amputiert. Hier soll er wieder fit werden, lernen, auf Prothesen zu gehen. Не так, конечно, все представлял, что он так. Ну, когда очнулся, я был в шоке. Ну, в шоке, он был футболист. Представляете, да, как это для футболиста. Что случилось? Ну, же никак время назад не отмотаешь, ничего не. То есть поэтому ударил. Neben der Physiotherapie erhalten die verwundeten Soldaten psychologische Unterstützung, um ihr Trauma zu verarbeiten. Auch dass sie sich zu dritt oder zu viert ein Zimmer teilen, soll positive Auswirkungen haben. Der Heilungsprozess verläuft ganz unterschiedlich. Manche bleiben nur wenige Wochen, andere Monate. Oleks wichtigste Stütze ist seine Verlobte Sophia. Sie besucht ihn so oft sie kann. Wich ihm auch im Krankenhaus nicht von der Seite. Eigentlich sollte Sophia längst Oleks Frau sein. 10 Tage nach der Explosion wäre seine Hochzeit gewesen. Получается, ну у меня на все все ранки, кроме, ну не считая того, что делали много операций там на ноги, все у меня, ну почти очень быстро зажили. Потом реабилитолог очень хорошим мужчина. Das Reha-Zentrum wird zur Hälfte vom ukrainischen Staat finanziert, ist aber auch auf die Unterstützung Freiwilliger angewiesen. Heute versuchen etwa diese 3 Maskottchen, die kampferprobten Soldaten vor der Kantine aufzumuntern. Wenn etwas in unseren Augen seltsam ist, dann wohl das hier. Galina hat schon hier gearbeitet, als das Reha-Zentrum noch Kinder mit Beeinträchtigungen therapiert hat. Doch der Krieg hat auch ihren Job verändert. Inzwischen hat sie fast 400 verwundete Soldaten intensiv betreut. Бачите, я напевно кожен з нас працівник, не тільки я особисто, ми теж маємо якесь хоча задоволення, що ми їм допомагаємо, кажу, створюємо їм нормальні умови, як в плані побуту, в плані лікування. Ну, то все ж таки молоді хлопці, розумієте, треба їм створювати такі умови. Я мама їхня можу бути по віку. Ну, стараюся до них відноситися як до своїх дітей. А коли треба трошки, то коли кнутом, а коли пряником, розумієте, так що. Viktor ist schon länger hier. Er übt unermüdlich auf seiner Prothese zu gehen. Immer wieder betont er uns gegenüber, wie dankbar er den Reha-Spezialisten hier ist. Sie haben ihm beigebracht, wie er auftreten muss, wie er Balance hält, seinen Rücken trainiert, um den Verlust des linken Beines auszugleichen. Я повинен зайти до Галини Степанівни, поздороватись. Я повинен пройти всі кабінети, поздороватись, показати, що я тут є.
Наприклад, я з психологами спілкуюся, мені добре, мені не потрібна їхня, якби така моральна підтримка, що вони там десь щось. Ну, все рівно треба з ними спілкуватися. А є хлопці, з якими треба працювати дуже багато. Навіть в плані реабілітації фізичної і плюс психологічної. Віктор був командант. Він розповідає нам, що він für seine gute Laune auch in seiner Einheit bekannt war. Чесно кажучи, я і на фронті такий був. Бо там чи йдемо там резервні позиції, ми копаємо, чи що. Везде повинна присутня бути шутка. Ну, коли треба там роздовбати, роздовбав, все одно сміються. Я так, якби, це саме головне. І за це мене, мої хлопці мене дуже любили. Чесно кажучи. Victor ist einer der wenigen, die über ihr Erlebtes ganz offen sprechen können und wollen. Er kann sich an jedes Detail der Schlacht erinnern, in der er im vergangenen Winter sein Bein verloren hat. Victor sei mit seiner Einheit in einen Hinterhalt geraten und von Infanterie mit Maschinengewehren, Panzern und Granatwerfern beschossen worden. Ein Panzergeschoss trifft Victor und einen Kameraden, zertrümmert beiden ein Bein. Victor schafft es, sich und den anderen zu verbinden und die Blutung zu stoppen, während über ihnen weiter Drohnen Granaten abwerfen, ihm den Helm wegsprengen. Heute weiß er nicht mehr, wie lange er, gestützt auf sein Maschinengewehr, durch den Sumpf gekrochen ist, bis er auf einen Arzt getroffen ist. Wohl wissend, wenn er jetzt in Panik gerät, dann wird er erschossen. Nur 5 Stunden zuvor ist dieses Foto entstanden. Bis heute gilt sein Kamerad als vermisst. Hier in diesem Wald in der Nähe des Reha-Zentrums verbringt Victor viel Zeit. Hier zieht er sich zurück und trainiert, auf unebenem Boden zu gehen. Er schafft es inzwischen teilweise ohne Gehhilfe. Lange Zeit war das unvorstellbar. In welchem Stand ich war, als ich ein bisschen okrep, dann habe ich ihr erlaubt, zu mir zu kommen, damit sie mich sieht. Weil ich nicht wollte, dass sie mich so sieht. Weil ich immer positiv war. Позитивний. Такий живчик, а лежить, як то кажуть, овоч. Я не падаю духом, я, ви ж бачите по мені, я такий мотивований. Victors Spitzname ist Burnas, benannt nach einem See in seiner Heimat bei Odessa. Vor dem Krieg war er Schreiner, hat Tische und Betten gebaut. Dann hat er sich freiwillig gemeldet. Wir fragen ihn, wie die Chancen stehen, dass er wieder an die Front zurückkehrt. Тут такий 50-процентний цей весь момент, чого, бо ще є сім'я, є в мене донька, є син, вони ще малі, яких треба ще виховувати і все остальне, тому що, ну, та якби на плечі дружини це дуже тяжко. Да, вона в мене сильна жінка, дякувати їй, вона прекрасна мати, прекрасна дружина, дякувати їй, вона держиться, вона молодець в мене. При всьому тому, що в мене вийшло, я 2 рази кров'ю витікав, мене 2 рази кров заливали. Так що і зупинка серця була, а в мене все було в етапі мого лікування. Так що якось так, ми пережили це нормально. Wir begleiten Victor zurück in die Klinik. Uns drängt sich der Gedanke auf, dass sein Name der Sieger heißt. Und wahrscheinlich ist das auch irgendwie. Genau wie Alexander und die anderen hier. Sie alle waren dem Tod näher als dem Leben, aber das Leben hat gewonnen.